So, servus Leute, ich bin Dominik von Shirt Hustler und heute zeige ich euch, wie ihr beim Merch bei Amazon so schnell wie möglich aus den unteren Tiers rauskommt, aus Tier 10 und Tier 25. Also, was ist Merch bei Amazon? Merch bei Amazon ist die Plattform, wo man direkt bei Amazon seine Shirts verkaufen kann. Tier 10, Tier 25, am Anfang, wenn man einsteigt in Merch bei Amazon, darf man nur maximal 10 Shirts hochladen. Je mehr Verkäufe, das man hat, umso höher wird man aufgestuft, bis man irgendwann mal Tier 4000, 8000 oder so ist. Und dann fängt man ab Tier 100 an, richtig Geld zu verdienen damit. So, am Anfang natürlich ist schwer, mit nur 10 Designs ein paar Shirts zu verkaufen. Deshalb zeige ich euch jetzt eine Taktik, wie ihr so schnell wie möglich aus den unteren Tiers rauskommt. Also es gibt zwei Methoden. Die erste haben wir verwendet vor circa einem Jahr. Das hat gut funktioniert. Wir haben ein T-Shirt-Design gemacht für eine Nische. Bei uns war es was anderes, aber ich zeige es euch jetzt am Beispiel von Bitcoin. Ich suche Bitcoin USA und trete allen Gruppen bei, die ein bisschen größer sind. So ab 20.000 Gruppenmitglieder. Und dann dauert es ein bisschen und sobald ich angenommen werde, poste ich einfach in die Gruppen. Hier habe ich jetzt einen Post verfasst, wie ich das mache. Ich mache einfach einen Screenshot von meinem Merch-Shirt und schreibe drinnen rein dann, hey there, I made a design for a T-Shirt, feedback would be appreciated. Und ganz wichtig, am Anfang keinen Link einbauen und hoffen, dass die Leute ein paar Comments hinten lassen. Ihr könnt auch das ein bisschen ankurbeln, indem ihr mit einem anderen Profil auch nochmal kommentiert und sagt, hey, das T-Shirt gefällt mir gut, richtig nice, wo kann ich das bestellen und so, bis das T-Shirt halt ein bisschen Trust bekommt. Sobald das T-Shirt Trust hat, könnt ihr dann den Link, also das T-Shirt verändern, den Post verändern, bearbeiten und den Link für das T-Shirt reinpacken. Somit umgehen wir erstens, dass der Administrator den Post löscht und zweitens, damit es zu spammy wirkt. Und sobald das gemacht ist, einfach drunter einen Comment setzen und wieder löschen, damit es wieder ganz nach oben in der Gruppe aufscheint. Also so sind wir innerhalb 2 Wochen von Tier 10 auf Tier 25 und gleich Tier 100 rauf. Gut, das ist Methode Nummer 1, die haben wir verwendet. Die geht manchmal gut. Man muss halt auch ein bisschen finden, welche Zielgruppe dazu passt. Wir hatten ein Frauenprofil und sind in eine Männerzielgruppe gegangen. Also das ist vielleicht auch nochmal ein kleiner Tipp, den ihr mitnehmen könnt. So, jetzt gehen wir gleich über zur zweiten Methode. Die finde ich vielleicht ein bisschen besser. Zwar mit Reddit. Wer von euch Reddit nicht kennt, Reddit ist eines der größten Foren dieser Welt und es sieht richtig scheiße aus, also wirklich ganz alt, altmodisch. Aber hier sind die ganzen Freaks und Nerds und die ganzen Leute, die wirklich in der Zielgruppe drin sind, vorhanden. Also wir suchen da einfach nach einer Zielgruppe, zum Beispiel lass es Camping sein. Dann gehen wir Camping und hier sehen wir uns Subreddit mit Camping mit 272.000 Subscriber. Da gehen wir einfach rein, klicken an und jetzt sehen wir, was da für Posts sind. Aber wir posten jetzt nicht gleich am Anfang unserer Shirts und Spam zu, sondern wir müssen was beachten. Hier ist zum Beispiel dieser User, der heißt Life is my passion. Der hat 1.900 Post-Karmas und 127 Comment-Karmas. Das bedeutet, ihr müsst zuerst ein paar Posts kreieren, damit ihr ein bisschen Trust bekommt. Wenn ein guter Post ist, dann geben euch die Leute Upvotes und mit den Upvotes bekommt ihr dann einfach die Post-Karmas. Und wenn ihr was kommentiert, Comment-Karmas. Also ganz wichtig, zuerst ein paar Karma sammeln, damit ihr von der Community getrustet werdet. Ich würde das vielleicht mal 1-2 Wochen ein bisschen durchziehen und dann schauen, wie es weitergeht. Nach 2 Wochen, sobald ihr ein paar Karma-Punkte gesammelt habt, könnt ihr dann euer Shirt posten. Der Vorteil hier ist, ihr müsst nicht, ihr könnt sofort den Link einfügen, also ich made a T-Shirt, how do you like it? Und dann, wenn man draufklickt, kommt man sofort auf Merch bei Amazon rauf. Also auf die Amazon, auf das Produkt und die Leute können es sofort kaufen.
Hier gibt's auch noch einen Trick, wenn ihr vielleicht ein paar verschiedene Accounts habt oder ein paar Freunde, die einen Reddit-Account haben, fragt die ganz am Anfang, ob sie euch ein paar Upvotes gibt. Dann kommt ihr gleich mal ins Trending rein und die Leute sehen euer Shirt sofort. Gut, das ist es. So kommt man aus Tier 10, Tier 25 am einfachsten raus. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch oder kommentiert drunter, was ihr noch wissen wollt oder für was wir die nächsten Videos so machen sollen. Abonniert unseren Kanal, würde uns freuen und uns motivieren, weiterzumachen. Dankeschön!